Gute Luft und gepflegte Wege, das ist es, was uns bei jedem Wetter auf die steirischen Almen lockt. Ebenso wie die Tiere und das Wechselspiel aus Wald, Grünland und Almböden mit Pflanzen, die es nur in der Höhe gibt. Dass es wir beim Wandern als selbstverständlich empfinden, ist nur eine von ganz vielen Leistungen der steirischen Almbauern. Das Offenhalten der Almlandschaften wird aber immer schwieriger, denn der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist auch hier in 1800 Meter Seehöhe spürbar. Wucherndem Wacholder muss Einhalt geboten werden. Je mehr anpacken, umso besser. Die Almbäuerin Martha Leitner ist hier für 150 Hektar Almfläche zuständig. Seit dem Almsommer bei den 500 Stunden, es ist ja schwierig geworden. Es sind da immer weniger Leute, nicht meistens daheim ist ein Nebenerwerb nachher schon, dass sie was neben noch gehen. Kinder sind nicht mehr viel Jahre nicht und das ist, man bleibt praktisch fast allein über. Wird nichts unternommen, wachsen die Almen zu. Aus diesem lieblichen Bach kann dann auch schnell ein reißender Fluss werden. Wenn man sich vorstellt, wenn da in der Trichterlocherinnen ein Starkregen so richtig überwascht, dann wird, wenn der Boden nicht so schön offen ist, wird durch die gepflegte Almwirtschaft, wird das Wasser abgeschossen ins Tal und dort unten die ganzen Siedlungsräume echt gefährden. Aufwendige, reine Milchalmen sind selten geworden. 120 gibt es noch in der Steiermark, halb so viele wie noch vor 15 Jahren. Du musst die Kühe holen, nachher einstellen, dann ist es melken, dann das Milchgeschirr waschen, nicht die Kühe wieder auf die Weide bringen. Dennoch ist Frau Leitner Milchbäuerin mit Leidenschaft. In der Hütte zeigt sie uns gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter, wie Almbutter und Steirerkäse hergestellt werden. Wir leben nicht nur für die Milchkühe, für Butter und Käse. Wir haben auch zwei Selbstversorgerhütten. Auch die Wanderer kommen vorbei auf ein kleines Tratschel und mir macht es einfach eine Freude. Die Almblumen verblühen langsam. Der Sommer geht dem Ende zu. Und in der Stube werden nach einem guten Almsommer Kränzchen für den Almabtrieb gebunden, der unmittelbar bevorsteht.